Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es so einen Undone Beach Wave Look für so mittellange Haare, so wie ich sie eben habe. Und ja, ich würde auch sagen, ich laber gar nicht lange, sondern wir legen direkt los. So, wir brauchen dafür einen Lockenstab. Ich habe da jetzt den dicksten Aufsatz genommen, den ich habe. Der ist von Comair oder so. Ich habe den über Amazon bestellt, weil den ein ziemlich guter Friseur benutzt und der hat mir damit die Locken gemacht und hat mir den eben empfohlen. Der kostet, glaube ich, 50 Euro und da sind 3 Aufsätze mit dabei und ich bin super, super, super zufrieden mit dem. Ich verlinke euch den gerne mal in die Infobox. Ich habe den gerade angemacht während dem Reden und der ist jetzt schon heiß. Der piepst dann ganz kurz, wenn er fertig ist und dann geht es auch schon los. Ich habe jetzt, wie gesagt, den dicksten Aufsatz genommen, weil das soll ja so ein bisschen beachy werden. Das, was ich jetzt mache, ich habe leider, das muss ich zugeben, meine Haare frisch gewaschen, deshalb ist eigentlich doof. Also eigentlich ist es für Locken machen oder für auch so Beachwave machen besser, wenn die Haare schon so ein bisschen Griffigkeit haben. Ich habe da jetzt so ein bisschen was reingemacht. Aber nicht direkt nach dem Waschen, deshalb, ich weiß nicht, ob es jetzt so gut hält dann nachher, aber ich zeige euch einfach mal, wie ich es mache. Dafür teile ich jetzt meine Haare erstmal ab, so in die unterste Partie erstmal. Und das andere mache ich einfach so mit einer Spange fest. So, und jetzt gehe ich einfach hin, nehme mal so ein Stück Haare und legst drum. Wichtig ist nachher beim Drumlegen, ich lasse auch, wie ihr sehen könnt, hier das Ende frei. Ich lasse sie dann immer so in meiner Hand ein bisschen auskühlen, damit es besser hält nachher. Und wichtig ist, dass man die nicht immer in dieselbe Richtung biegt. Das heißt, mal nach innen, mal nach außen. Vorne allerdings immer nach außen, sonst sieht es nachher bescheuert aus. Und hinten lasse ich frei. Und wieder ein bisschen auskühlen lassen. Kann die auch nochmal so ein bisschen drehen dabei. So. Was ich immer ein bisschen schwierig finde oder nervig finde, aber das ist tatsächlich einfach auch so ein bisschen so eine Übungssache, ist dann nachher, wenn die Haare gemacht sind, also die untere Partie, dann quasi immer die zu nehmen, die noch nicht gedreht sind. Wisst ihr, was ich meine? Was ich ganz cool finde an diesen nicht, also nur an diesen Stäben, ist halt, dass man die Locken danach wirklich runterfallen lassen kann, sodass die halt wirklich hier so in der Hand trocknen können. Und ich lasse sie dann so rausplumpsen. Und auch wirklich nur ganz kurz, damit das nicht so krass schädigend für die Haare ist. Ich habe jetzt auch heute keinen Hitzeschutz genommen, weil ich einfach keinen Hitzeschutz gerade da habe. Ansonsten natürlich Hitzeschutz ist wichtig. Sollte man auf jeden Fall nehmen. Für die Haare auf jeden Fall besser. So. Nehme ich mir die zweite Partie. Und das mache ich jetzt so ein bisschen Hälfte-Hälfte-mäßig. Also ich nehme jetzt quasi bis auf die obere Partie, lasse ich das jetzt runterfallen. Aber nur erstmal bis zur Hälfte, damit ich nicht durcheinander komme. Die gemachten Haare lege ich jetzt alle hier auf die Seite, das sieht man gerade schon. Und mache jetzt erstmal nur hier weiter. Da, wo jetzt noch quasi gar keine Locken sind. Ich fange wieder hinten an. Quasi immer das Schwierigste zuerst. Ich gucke immer übrigens hier hin, weil da mein Wickel steht. Jetzt drehe ich zum Beispiel mal so nach innen. Ich
und die vordere, auch wenn ich es gerade die ganze Zeit andersrum gemacht habe, die vordere kommt jetzt wieder nach hinten. Jetzt nehme ich mir hier den Teil. Einzige, was übrig bleibt, ist quasi hier das Decker. Und ich habe jetzt quasi die gemacht wieder dahin, weil ich sonst immer schon Dinge, also Haarpartien nehme, die ich schon gemacht habe, und ja, das ist irgendwie ein bisschen doof. Einfach mal andersrum wickeln. In die Hand plumpsen lassen. Die Seite hier ist übrigens immer leichter, deshalb habe ich jetzt auch erst die andere gemacht. So erst die Arbeit quasi. Und ich drehe den Lockenstab, also ich lege diese drumherum und dann drehe ich den Lockenstab nochmal hoch. 3 Sekündchen warten, rausziehen, in der Hand kurz wieder auskühlen lassen. Ihr merkt das eh irgendwann, wenn ihr das länger als 3-4 Sekunden macht, dann sind die Haare so heiß, da könnt ihr das gar nicht mehr in eure Hand legen. Deshalb, dann weiß ich dann auch immer, okay, jetzt ist auch Stopp für meine Haare. Und grundsätzlich sollte man natürlich auch nicht zu oft eben seine Haare glätten oder auch Locken machen. Aber manchmal möchte man ja einfach auch mal ein bisschen was anderes und eine andere Frisur tragen. Und deshalb, ja, ist das halt manchmal so. Jetzt mache ich hier oben auf und stecke meine Locken hinten so ein bisschen zusammen. Und jetzt kommt eben das Deckhaar. Ich kämme mich noch einmal. Hier die mache ich gerne auch so nach hinten zusammen. Es gibt auch eigentlich noch so einen Fingerschutz. Huch. Es gibt eigentlich noch so einen Fingerschutz. Ich finde aber. Also der schützt die Finger, weil ich habe mich auch schon oft verbrannt mit diesem Ding. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen ja, schwierig irgendwie, weil ich nicht so das Gefühl habe, was ich sonst habe in den Fingern. Deshalb mache ich es immer ohne, aber man muss echt, also ein, zwei Mal verbrenne ich mich auf jeden Fall. Das war jetzt gerade das erste Mal heute. Auskühlen lassen. Und wichtig ist eben, das Deckhaar auf jeden Fall nach außen zu machen, also weg vom Gesicht. Das sieht einfach dann schöner aus. Und generell das mit dem Lockenstab, das ist einfach echt Übung. Also wenn man es ein paar Mal gemacht hat, so wie mit allem eigentlich, dann hat man es drauf. So, ich habe jetzt gerade einmal mit Haarspray eingesprüht, weil das habe ich im Bad gemacht, weil ich sonst hier ersticke. Ich mag den Geruch gar nicht. Was ich jetzt mache, ist, ich wussel da einmal so durch. Also ich lockere die jetzt einfach mal auf und gehe da auch so ein bisschen mit den Fingern durch. Einfach, dass das so ein bisschen nicht mehr so alles akkurat ist und einfach so ein bisschen
Jetzt kann man noch hingehen, das mache ich dann auch ganz gerne, und sich zum Beispiel Trockenshampoo einfach fürs Volumen hier vorne hin machen. Und oder sich noch Öl in die Spitzen machen. Das kann man, wie man mag, tatsächlich. Man kann auch mit so einem groben Kamm hingehen und einmal so ein bisschen versuchen, das so ein bisschen auszukämmen, aber halt vorsichtig und auch nur mit diesen großen Zacken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil die würden tatsächlich die ganzen Locken kaputt machen. Und hier kann man nur so ein bisschen, wenn irgendwo verhuselt ist, kann man das diesmal ein bisschen extrem hier vorne. Wenn man jetzt sieht, okay, da ist schon eine wieder komplett raus, kann man die auch nochmal nach. Aber ja, das war es jetzt schon mit meinen Beachways, einfach so ein bisschen Locken für den Alltag. Man kann die sich jetzt auch hier ganz nett wegstecken, so nach hinten, oder man ja, trägt sie jetzt einfach offen. Ich finde es einfach echt hübsch. Ich finde, es geht super, super schnell. Und wie gesagt, es hält jetzt gerade leider nicht so, so gut bei mir, weil ich sie heute gewaschen habe und auch nichts reingemacht habe. Das sollte man auf jeden Fall tun, aber ich finde, gerade für den Sommer ist das einfach echt schön, oder für abends. Deshalb, was ich euch empfehlen kann, ist nicht direkt nach dem Waschen Schaumfestiger auf jeden Fall benutzen, Haarspray oder irgendwas, was die Haare ein bisschen griffiger macht. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Den Lockenstab hier von Comair, den verlinke ich euch unten mal, könnt ihr euch mal anschauen. Der ist wirklich günstig für das, was er bietet, und kann mit so GHD-Sachen echt mithalten. Deshalb ja, könnt ihr da mal gerne reinschauen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zu meinem nächsten Video. Muah.